Du, grüß dich, Gott. Namaste. Oh, da haben wir jetzt ein ganz anderes Licht. Das muss ich jetzt mal ein bisschen näher. Ja, grüß dich. Gestern war ja ein ganz besonderer Tag. Das ist der 22.02.2016. Das war eine ganz spannende Geschichte. Und ja, es ist auch einiges geschenkt zwischenzeitlich. Ganz klasse. Die Wunder fangen erst an zu wirken jetzt. Und ich habe jetzt gerade den Auftrag gekriegt, weil ich mache einen Teil von dem, was ich machen muss, mache ich mit den 100 heilenden Herzen und die heilen gerade immens. Und ja, ich muss jetzt, irgendjemand hat gesagt, Manfred oder Maniolo, erkläre Zionismus. Und da möchte ich das was vorlesen, das habe ich jetzt gerade da auf einem Ibis-Akam Notizblock aufgeschrieben. Da gibt es zum Beispiel die Funktion. Wir Menschen, wir funktionieren ja, üben Funktionen aus, alles funktioniert irgendwie. Und das heißt, Funktion, Funktion irren, heißt, wir irren in Zionsfunk. Das heißt, es funktioniert was oder es funktioniert nicht. Also es geht oder es geht nicht. Das heißt, wenn es geht, dann geht es nur so, wie es Zion will. Dann gibt es die Aktion und die Aktien. Also Aktion ist ein Akt des Zions. Das heißt, du kannst es richtig oder falsch machen. Das habe ich jetzt so die letzten 2 Tage gelernt. Dann gibt es die Emotion. Das hat also mit einem Fühlverhalten, mit einem Wahrnehmungsverhalten überhaupt nichts zu tun. Es gibt die Emotion. Das heißt, Zion sagt zu dir, du fühlst dich gut oder scheiße? Ah. Dann gibt es die Ration. Das ist die, das, was Zion dir an Licht schenkt. Oh. Es gibt da die Attraktion. Attraktion. Kommen wir drüber nachdenken. Dann gibt es zum Beispiel eine Lotion. Ein Schmier, eine Creme, die Lotion. Schon wieder Zion. Dann gibt es die Tradition. Dreh dich Zion. Der Tanz des Zion. Immer wieder traditionell geht man das ganze zionistische Wissen weiter. Das ist gut, das ist schlecht. Juppidu. Hallo. Dann gibt es die Medizionisten. Also auch die Medizin ist das, was die praktisch aus der Mitten rausbringt. Du kriegst dazu eine Absolution. Haha. Absolution. Also jedes Kreuzzeichen, was dir ein Pfaff verleiht, ist eine Absolution. Jedes Kreuz, das du siehst, aus die 4 Winde und die Windrose und deine 4 Seelenanteile im Äther, deine 4 Elemente, befreit dich davon. Dann gibt es die Emulsion. Sion und Zion ist ja im Prinzip das gleiche. Sion, Prior de Sion, war ja Seth, Isis, Osiris und Nephta, also sprich diese weibliche und männliche Dunkelheit und Helligkeit in diesen 4 Bereichen. Verzeih ich später was drüber. Dann gibt es noch die Evolution. Muss mit der Wüste Lut zu tun haben, darum habe ich jetzt auch das Salz aus der Wüste Lut. Die Television. Dann die Rationalisierung. Also es ist wirklich spannend. Was habe ich denn da noch? Deklaration. Deklaration. Also so viel Zion, dass das überhaupt nicht mehr anders geht. Das Ion ist das Teilchen. Was glaubst du mal, was das Zion ist? Zion heißt, das ist die Macht, die das Teilchen zieht. Zionde Ion. Du und ich sind so ein Teilchen gewesen. Gewesen. Die gewesen auf diesem Planeten. Und die Frage ist jetzt, ob du da einfach mitmachst oder nicht. Ich bin Mensch.
ein Äon. Ich habe heute festgestellt, ich bin ein Äon, weil ich so oft da war, dass das schon gar nicht mehr schön ist. Oder doch, dass das schon wieder schön wird. Ich war so oft da, dass schon wieder schön wird. Ein Äon. Ein Äon ist ein Aeon. Eon wiederum ist im Prinzip nichts anderes als das Leben des Zion von Eon, übrigens ein Elektrizitätsmonopolist, Eon, der da vorne das Göttliche wegnimmt, das Aeon, ist ein Äon, ein Äon. Jo, ich beschäftige mich natürlich mit diesen Dingen permanent irgendwo in irgendeiner Art und Weise, weil es mit mir zu tun hat. Und mir irgendjemand gesagt hat, Manfred, löst den Scheiß jetzt endlich auf. Und das mache ich jetzt auch für all diejenigen, die bei der Lösung mit dabei sein wollen oder die das Gefühl haben, selbst Erlöser zu sein, ihre eigene Erlöserin oder ihr Erlöser. Dafür mache ich ja regelmäßig jetzt Veranstaltungen. Muss sein, es geht nicht mehr anders. Klingt nach Erfolg. Ja, ich werde am kommenden Samstag, am 27. dazu ein Runenseminar machen. Das ist bis auf Weiteres, ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal Zeit habe dafür, also am Samstag, das ist bis auf Weiteres das Letzte. Ich mache mit den 100 heilenden Herzen gerade die Runen durch. Wir sind heute bei der Rune Isa. Isa ist praktisch die Mitte, das Rückgrat, das Eis, der Zapfen, die Säule. Die Reinheit, die Klarheit. Also am 27., sprich am Samstag, gibt's ein Runenseminar und ich habe nur ein paar Plätze frei, aber nicht mehr viel, weil wir maximal 16 Leute sein sollen mit mir. Und ja, anrufen einfach, steht im Internet oder kannst auch da sagen 00437711 3326, Nummer 00437 7711 33 60. Das nächste, was ich dazu mache, ist am 5. ein sogenanntes Satsang. Also Satsang heißt ein Zusammensein, ein neutrales Zusammensein. Da werde ich ein bisschen musizieren, da werde ich ein bisschen Geschichten erzählen und werde den Menschen, die mit mir in Resonanz gehen, ein paar Geschichten erzählen. Darüber hinaus gibt es dann am 19. Genau. Am 19. einen Tag, wo ich über Sprache mit dir, mit den Menschen, die da sind, arbeiten werde, weil in der Sprache liegt auch die Rache und die Rache ist das, was zurückkommt. Retura, die Realität. Das heißt, alles, was wir uns erzeugen mit unserer Sprache, erleben wir auch und da werden wir ein bisschen näher drauf eingehen. Das heißt dann sprich und es wird. Ja, das war's jetzt mit dem ganzen zionistischen Zeug. Ich möchte euch nicht mehr darüber erzählen. Beschäftigt euch einfach mal damit, was die Zionizität ist, der Zionismus, wo er herkommt, welchen Sinn und Zweck er hat. Und ja, wer Fragen dazu hat, ich stehe gern zur Verfügung auf Facebook, könnt ihr mir eine Nachricht schicken. Und ja, alles andere musste jetzt einfach so sein. Ich hab's einfach da gehabt. Manfred, erklär Zionismus, zeigt den Leuten ein bisschen was, was Zion ist und Zion. In diesem Sinne, schau mal Zion, Namaste, mach das schön, die Welt ist gerade so wunderschön. Ciao, ciao.